Heute seht ihr die unglaublichsten Obbys aller Zeiten. Wir müssen aus einer riesen Gefängnisburg entkommen und stellen uns heute den schwierigsten Aufgaben aller Zeiten. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht das beste Spiel zu verpassen. Los geht's. Kaspar, Kaspar, Kaspar. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Hier ist ein Geist. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier gefangen? Sag mal, in der Burg oder was? Ja, irgendwie, genau, in so einem Schlossburg-Dungeon. Irgendwie sowas. Okay, leite mich raus, bitte einfach. Ja, okay, ich mach. Okay, pass auf. Wir können hier. Pass auf, das Ding ist, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ja? Oh nein! Guck mal hier unten. Das ist Lava, pass auf. Geh nicht da rauf, Kaspar. Der ist hier gefangen noch, ne? Oh, stimmt. Egal, das ist eh nur Heinrich. Der ist nicht so nett gewesen. Ja. Dann komm. Okay, okay. Geh mal hier vorsichtig dran vorbei, so. So, okay, mal, also hier, das Ding guck mal ist. Hier können wir einen Schlüssel mitnehmen, den habe ich. Wo, hier. Wo? Stimmt. Hier, geheimer Schlüssel. Oha, stimmt. Sehr okay, gut, sehr Kaspar. Sehr gut gesehen. Sehr gut. Und ja, okay. Jetzt bist du halt, oh nein, pass auf hier. Ey, was ist denn das für eine Horrorburg? Oh Gott. Oh, ja, ich weiß. Das Ding ist, das Problem ist jetzt hier, der Geist hat hier irgendwie rumgewütet. Es ist hier halt überall Lava. Ach, oh Gott, was hab ich gemacht? Oh Gott. Hä? Lol, ich mache hier die ganzen Vasen kaputt, sag ich mal. Ich auch, warum? Oh mein Gott, keine Ahnung. So. Oh Gott. Ich habe auch so... Komm mir mal hoch. Pass auf, du kannst das Ding ja kaputt machen. Bam. Oh Gott, ja, stimmt. So, sie wartet anscheinend auf uns. Was macht sie jetzt hier? Ja. Oh mein Gott, nein. Wow. Hey, das ist kaputt gemacht. Nein, tut mir leid. Du hättest auch sehen müssen, dass die Bretter sahen zerbrechlich aus. Oh mein Gott, du hast kaputt gemacht und mich runtergeschubst. Oh Gott, du musst einfach warten, bis sie wieder heil sind. Oh mein Gott. Knapp, ey. Okay. Dann lass mal nach oben gehen, Kaspar. Und ja, ist hier vielleicht jetzt lang? Hier, hier lang. Stimmt, oh Gott. Oh Gott, nein. Pass bloß auf, Oh Gott. Du musst aufpassen. Oh, das war richtig knapp. Das Ding, wir können auch anscheinend, wenn wir. Er hat uns einen Tipp gegeben, ne? Wenn wir bei den. Anscheinend kommen gleich so Wächter, wenn wir auf den Kopf springen von denen, dann knockt man sie quasi aus. Oh Gott. Guck mal, hier ist einer direkt. Oh Gott. Oh Gott. Hast du gesehen? Mein Gott. Ja, hab ich gesehen, das war richtig knapp. Ey, das war ja richtig verrückt. Okay. Dann lass uns mal ganz schnell nach oben laufen, Kaspar. Weiter hier. Oh mein Gott, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Das ist auch gerade die Frage. Sag mal, jetzt sind wir hier im Burgturm oder so. Na, guck mal, hier ist eine Schatztruhe. Hä? Ey! Warum bist du jetzt ein Huhn? Oh mein Gott, ich bin ein Huhn! Oh Gott, der wurde gegessen. Was ist hier? Ich habe einen Schlüssel gefunden aus der einen Kiste. Lol. Ich bin einfach ein Huhn, Broxo. Wie? Ah, nein, ich auch. Ich weiß auch nicht, wieso. Achtung, pass auf. Oh. Also die Frage ist, warum hier... Hast du den gelben Schlüssel hier, den goldenen? So. Ey, ja, hab ich. Sehr gut. Okay, komm, dann rede ich mal mit dem hier. Wir sollen einen Schlüssel finden, mit der wir eine von diesen Türen, diese Kisten öffnen sollen. Au! Ah! Wie, wurdest du gegessen? Ja, der hat mich hier gefuttert, hier die Kiste. Ja, moin. Ey, das ist ja mal ganz Wir haben doch schon einen Schlüssel gefunden, Kasse. Wir hatten auch schon den gelben Schlüssel. Ja, okay, warte, ich muss mir den nochmal holen. Oh Gott! Ich muss den kurz nochmal holen und dann können wir weiter. Ja. Sag mal, ich falle hier immer runter, weil ich so unfähig bin. Oh. So, jetzt aber, also, gelbener Schlüssel. Ja, okay, ich hab ihn. Komm, Broxo, wir gehen raus hier. Bin doch schon draußen. So, Abfahrt. Ach, da bist du. Okay, komm. Oh, pass auf. Stolperdraht. Oh Gott. Okay. So. Ey, guck mal hier. Mit unseren Hühnchenbeinchen. So, warte mal. Okay. Was haben wir jetzt hier? Oh Gott, das sieht. Ist das so Säure oder was soll das sein? Es sieht auf jeden Fall irgendwie aus wie die Kanalisation, ne? Ja, stimmt. Oh Gott. Ich dachte schon, das wäre es mit mir gewesen, wenn jemand da runterfällt. Oh Gott, Vorsicht! Ja, hab ich auch. Alter! Alter, du bist in den Tod gesprungen! Manu! Aber egal, jetzt sind wir wieder keine Hühnchen mehr. Das ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Ja, gut, okay. Ist ja nicht schlimm. Toll, ich dachte, man muss da rüberspringen. Der Zauberspruch ist aufgehoben. Ja. So, hier lang? Okay, dann hier kann man aber rüberspringen. Okay. Ja, hier geht das. Oh Gott, Vorsicht! So. Oh, ist der Kopf gesprungen, okay. Ja, Dings denkt, wir haben immer noch den geheimen Schlüssel hier, ne? Den müssen wir auch noch irgendwo verwenden. Ja, irgendwo muss der noch. Müssen wir vielleicht gucken, ob es irgendwo einen Geheimeingang oder eine geheime Kiste gibt oder so, ne? Ja, okay. Ja, hier, was sagt er uns? Okay, wir sollen einen Hebel betätigen, dann können wir über die Brücke rüber, ne? Dann mache ich das doch mal. Hier, so, bewegen und. Oh, sehr gut. Okay, dann ich schnell. Ich glaube, aber nicht für immer. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Hey, der hat mich geschlagen! Ja? Oh, okay, jetzt hab ich ihn. Jetzt Bam, ich bin richtiger Profi hier, wie bei Mario. Alter, sag mal. Okay, lauf schnell, bevor er wieder aufsteht, Kaspar. Schnell lauf. Oh Gott. Okay. Ja, stimmt. Oh Gott, ey, hier sind ja überall so... Ich bin 1 HP.
Wie? Wie ist das denn passiert? So, ich hab ihn, okay, alles gut. Okay, so, dann haben wir hier. Oh mein Gott. Vorsichtig, Kasper. Vorsichtig. Oh Gott. So. Wie ein junger Ninja. Ja, richtiger Ninja. So, okay, hier ist nichts versteckt oder so? Nein, auch nicht, okay. Ich bin direkt hinter dir, okay? Oh nein, schon wieder so ein Wächter, ne? Oh, okay. Oh, so. Okay, sehr gut, sehr gut. Hast du auch, sehr schön. Was hast du gerade gemacht? Nichts, aber hast du das gehört? Ja, was war das? Ich weiß auch nicht, irgendwas. Okay. Okay, vorsichtig jetzt hier. Oder was? Hier rüber. Haben wir eigentlich schon lange keinen Checkpoint mehr? Kann das angehen? Stimmt. Da muss doch eigentlich langsam mal wieder einer kommen, oder deswegen, nicht? Deswegen, fall am hier besten. Oben ist einer. Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, fall am besten mal runter oder so. Was ist denn jetzt? Nein, geh nicht durch den Draht. Oh mein Gott, das war doch logisch. Oh mein Gott, das sind da unten so Spikes. Nein, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Oh Gott. Na toll, oh Gott, okay. Ich wollte es auch ausprobieren. Und nächsten Checkpoint, sehr schön. Oh, und ich habe auch den Checkpoint. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Hier einfach wieder so eine Lava-Höhle. Ja. Oh mein Gott, aus nichts. Das ist richtig verrückt. Oh Gott, das sieht so gefährlich aus hier. Vorsichtig, ey, so ein paar Sachen. Ey, wir sind hier echt so knapp an der Klippe, ne? Mhm. Okay, da so. Reinfallen. Was ist denn das auch für eine Burg, sag mal? Warte mal, können wir hier vielleicht, ist hier vielleicht irgendwo der Geheimgang? Nee, oh ja, gute Idee. Über uns ich guck oder mal so? Da unten. Okay. Ja, hier unten ist der Brock so. Hier unten ist die Kiste. Ja, hier genau. Ist eine Geheimkiste gefangen. Genau. Also anscheinend aber aufpassen auf die Fallen. Okay. Ja, da geht's doch schon. Wie? Oh, ich hab den Boden berührt, tut mir leid. Oh nein! Ich bin in die Decke rein. Nee, das ist runtergekommen, das Ding. Deswegen. Mann, ich wollte. Ach, Mano. Ach, du hast es ausgelöst, deswegen. Ich war da schon durch. Warum bin ich auch drauf gegangen? Nein, auch Kaspar, Mano! Alter, hier ist der König oder so vom Tempel. Eine Burg oder so, ne? Ja. Oh, ein Tempel? Die Frage ist, was ist jetzt hier außen? Vielleicht ist ja hier irgendwo der. Ja, wir können ja mal gucken. Ah, nee. Nee, sieht nicht so aus. Also dann würde ich sagen, lass uns mal reingehen. Ja, oh Gott, würde ich auch sagen. Da sind schon so Feuergeräusche oder sowas. Oh Gott. Ey, wo sind wir denn hier? Oh, es wird immer wärmer. Oh Gott, ja stimmt. Oh. So, wir gehen immer tiefer. Sind wir hier gleich beim Erdkern oder was? Hä? Oh Gott, was sind hier? Guck mal, eine Zauberwelt oder sowas. Lol. Sollen auf ein Boot gehen und mit dem mitfahren. Hier, komm her, hier sind Zweiersitzer. Okay, komm, okay, ran, ich komm. Mach, leg so. Du den Hebel um. Ah. Sehr schön, Abfahrt. Oh Gott, Vorsicht. Oh Gott, das ist... Nein. Oh nein. Fahr. Oh mein Gott. Oh Gott. Kannst du dich steuern oder so? Nein. Ah. Nein. Ah. Nein, oh mein Gott. Kaspar. Das ist schon ganz gut. Ah. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So. Alter, das war ja mega, mega knapp. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. So, und sehr schön. Gezogen. Oh, und jetzt haben wir hier... Hä? Ach, hier ein Käfig. Da können wir reingehen. Nein! Hä? Nein! Kaspar! Ach so, ich bin schon durchgezogen. Manu! Hey, du musst hochkommen. Ich bin am Start. Ich komme. Ich stehe auf deinem Aufzug. Ich stehe auf deinem Aufzug. Ich komme. Oh mein Gott. Ich bin auf deinem Aufzug, Roxo. Ich komme, Kaspar. Ja, aber hier geht's halt nicht weiter. Doch, bestimmt. Da hier. Guck mal, ich war auf deinem Aufzug gerade. Lol. Ich war auf jeden Fall mit vorher. Na moin. Lol. Okay. Oh, pass auf. Geh nicht auf die Feld. Ey, was machst du denn? Aus Versehen draufgekommen. Mann, ey. Mit der Hacke nur mit der Hacke noch berührt, aus Versehen. Also easy durchlaufen hier. Ja. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Wie kann man so assi sein? Ach ja. Ach mein ja. Gott. Aber jetzt sprint hier durch. Also du bist schon wieder berührt? Ja. Ey, du hast sie, hör auf jetzt. Nein! Jetzt hör auf! Okay, das war das letzte Mal. Okay, danke. Ja, endlich mal raus hier aus dem blöden Ding. So, okay. Sehr gut, ich bin auch schon einer hinter. Also das kannst du mir nicht glauben. Nein, nicht das dein Ernst. Das Messer hat mich berührt. Instant. Nicht dein Ernst. Ja gut, aber ich meine, das hier ist ja nicht schwer. Hier laufe ich mal kurz durch, so. Okay. Ich sag mal so, die Messer, die sind doch gar kein Problem, Brock. So, hier. Wie schnell geht das denn runter? Du hast ja echt nur eine Sekunde Zeit, da durchzulaufen, sag mal. Oh, Mann, ey. Ah! Wo sollst du sein? Ah! Aua! Ich seh dich nicht. Mich hat das Skelett geholt, Kaspar. Hä? Ah, jetzt bist du da! Jetzt bist du da! Okay. Ah! Okay, hey! Hey! Da muss man richtig weit springen, ne? Ja, aber der war im Weg. Ah!
Oh Gott, ich hab's kaputt gemacht. Nein, nein. Ach, sag mal, da fällt er schon wieder runter. Ich glaub's ja nicht. Bist du auch runtergefallen? Oh mein Gott, ich hab zwei auf einmal. Nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich warte jetzt hier gerade auf dich. Ach, man kann auf deren Kopf springen. Okay. Nein, die respawnen. Oh, zwei mit einem. Nein, mit einem Sprung. Ich komm da nicht mal rüber gesprungen, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Da hab ich ihn. So, okay, alles klar. Okay, ab geht's nach unten, Kaspar. Ab geht's nach unten. Und? Auch kein geheimer Raum hier, ne? Hä? Oh Gott. Oh, hä? Schnell. LOL. Schnell. Ah! Ah, nein. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, nein. Hey, die Teile bewegen sich, glaube ich, irgendwie. Nein, oh mein Gott, ich bin so schlecht, Broxo. Hä? Wo ist ich denn jetzt hier hin? Ach, da. So, ich da kommen sie. Ja, und? Ah, was machst du? Oh. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist voll am Lenken oder so. Nein. Nein. Och, Mann. Oh. Jetzt hoch. Hoch. Ich komme. Hoch. Oh, ja. Oh. Oh Gott, das war mega knapp. Okay. Das ist ja... Ah! Ah, nein! Alter, da kam so eine riesige Kugel. Ja, ich hab's gesehen. Nein, nein, was machst du? Was machst du? Ah, nein! Oh mein Gott. Ich hab das aus der Seele. Du darfst da doch nicht drüber gehen. Okay, so, jetzt diesmal vorsichtig. So. Hä? Ey, die steht da im Weg. Ey, die Mann. Die ist da rübergegangen. Das war ich nicht. Ja, genau. Das war die, das war die. Ja. Sag mal. So, jetzt aber. Und? Okay, los. So, komm. Lauf einmal so schnell, wie du kannst. Nein. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott, du hast überlebt. Ich wollte sie losschicken, die Kugel. Ja. Ich wollte sie eigentlich losschicken für das Ding von eben. Kannst du mal sehen jetzt hier. Als du getreten bist. So, und ich bin auch noch hier in Sicherheit. Nein, mich hat die Kugel einen Millimeter, weil die da was berührt hat oder so. Ja, du Idiot. Oh Mann, ey, das ist ja echt assi. Du bist da hinten, du musst auf mich warten, Brock. So, hier. Wir schauen uns erstmal den Checkpoint hier. Und letzter. Sag mal, ich hab berührt die gar nicht. Tja, hä? Das nennt man Karma, Kaspar. Das ist die ganze Zeit. Das ist irgendjemand anderes. Sehr gut, Kaspar. Oh, das hat auch hier, mal geschafft mich. Hier. Okay, ja, ist ja alles gut. Alles klar. Wir sind schon draußen, ne? Guck mal, ja, genau. Warte mal, nicht so schnell. Was sagt der hier? Nee, wir müssen auf ein Pferd drauf hier. Ah, hier, das ist jetzt mein Pferd. Das ist Arabella. Okay, und das ist Tsunami. Okay, guck mal, schnell wieder Tsunami. Oh mein Gott, Arabella. Ey, oh mein Gott, ich habe nicht den ersten Sprung geschafft. Hurricane! Hurricane! Spring! Schafft Hurricane das? Yeah! Alter, Hurricane ist mega gut. Okay, da muss ich jetzt auch Hurricane Junior nehmen. Hurricane Junior! Ey, nicht sein Sohn. Doch, Junior, der ist viel schneller und jünger. Oh Gott. Viel fitter. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Das war mega knapp. Es leckt hier, es hängt hier voll oder so. Okay. Ich bin angekommen. Oh. Ey! Hurricane war gerade auf mir drauf. Hurricane Junior! Hurricane Junior, lauf! Ja! Lauf. Juhu! Und juhu! Oh Gott! Achso, das warst du gar nicht. Das bist du. Ja, hier bin ich. Dann würde ich sagen, aus dem Weg! Bam! Okay, dann können wir jetzt hier sogar langlaufen und. Hä? Ja! Oho! Okay, haben wir geschafft, sehr schön. Guck mal, wir haben geile Schlüssel. Geile Schlüssel. Ja. Die Frage ist, wofür braucht man den, ne? Vielleicht haben wir auch schon die geheime Kiste übersehen oder so. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, das ist ja halt so weit noch. Das Ding ist, kann ich mir eigentlich auch Schwerter nehmen? Warum sind die ganze Zeit so Schwerter? Okay, dann laufst du weiter nach oben laufen. Mhm. Was verbirgt sich da oben am Tower? Guck mal. Ja, würde es auch interessieren, ne? Vielleicht der Geist, der hier irgendwo. Vielleicht der Geist, ne? Der hier warte mal, wir haben jetzt zwei Optionen. Hä? Wir können auch hier hochgehen. Guck mal. Warte, ich guck mal ganz kurz. Was ist hier? Okay, hier geht's weiter. Da geht's weiter. Ja, aber was ist da oben? Das kann ich nicht aufmachen. Ja, aber vielleicht müssen wir das auch von außen aus aufmachen. Könnte natürlich auch sein, ja. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ein riesiger Drache! Oh mein Gott, pass auf, der sprüht Feuer! Ein Megadrache! Oh mein Gott! Oh, oh Gott! Oh Gott! Okay, komm. Okay. Wir müssen immer ausweichen, ne? Er sprüht wieder! Los, ausweichen! Ah! Oh Gott, das ist Eis an meinem Rücken! Und nächstes! Und laufen, 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 er laufen. Er kommt wieder. Laufen, laufen, laufen. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Schnell. Oh Gott, das wird okay, lauf, 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 lauf. Ich renne und bin. Das war's. Och, jawohl. Ach, Kaspar. Oh nein. Da muss ich nochmal. Schnell, 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 schnell. Zwischen deine Beine, zwischen deine Beine, zwischen deine Beine. Oh Gott, er schickt hier wieder das Feuer lang. Oh mein Gott. Jawohl. Oh Gott. Au. Oh Gott. Aua. Hä? Ausweichen, ausweichen! Ey, den ist voll schwer, den auszuweichen. Nehmen so große Schwerter, ne? Oh.
Ja, ich hab's. Ich bin auch ausgewichen. Ich mach schnell das Tor auf. Mach auf. Was sagt er jetzt hier? Okay, ja, perfekt. Oh. Warte mal, ist hier vielleicht ein Geheimraum oder so? Hier kann man nämlich noch rüberspringen, Kaspar. Wo kann man rüberspringen? Das hab ich gar nicht gesehen. Links. Ja, ich glaube jetzt hier gerade diese Tempeldinger hoch. So. Oh, passt auf. Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein. Was ist das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Hä? Schwertkampf hier irgendwo oder sowas? Nee, ich glaube, das ist irgend so ein Schmied oder sowas. Ah, das kann auch... Nein, das sind diese Zacken. Okay, vorsichtig jetzt hier. Vorsichtig laufen, Kaspar. Oh Gott. Okay. Und drüber. Oh, lauf. Oh Gott, war das knapp, du. Ey, das hätte echt böse enden können, muss ich sagen, ne? Ich wäre fast aufgespießt worden. Oh nein, was ist jetzt? So, Checkpoint. Hier, Minenfelder oder... Oh Gott, nein, berührst nicht das Säure. Hab ich nicht, haha. Okay, sehr gut. Hier lang... Oh mein Gott. Hier ist ein Gladiatorenkampf oder so. Hä? Wir müssen auf deren Köpfe springen. Okay, los. 20 Stück. Oh mein Gott. Jawohl. Ja, ich hätte schon drei, du auch? Komm doch mehr, hä? Skelette. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch mehr, komm schon. Oh mein Gott. Halt mich an hier. Oh mein Gott! Ich mach richtige Kombos und sowas! Ich auch! Zwei auf einmal! Au! Nein, Leute! Ich wurde bei 17 von 20 geholt! Ich hab alle! Sehr schön, ich auch! Lauf, Kaspar, lauf! Okay, los! Ey, Mann, oh, die mich auf einmal! Oh mein Gott! Jawohl! Ein Abzeichen. Na toll. Toll. So lange gewartet für so ein blödes Abzeichen, Mann. Ein blödes Abzeichen. Was wollen wir denn da? Ey, aber wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Nein, lol. Wir sind entkommen. Lol, wie cool. Ist ja voll die moderne Burg. Yo. Yeah, Kaspar. Denkst du, dass auch meine Pommes richtig knusprig sein sollen, ne? Kaspar? Die mache ich richtig knusprig hier vorne. Genau. Guck mal, wie die aussehen. Guck mal hier. Dein Burger ist am Spuken. Das ist nämlich nicht irgendein Burger. Ich habe nämlich gar keine Pommes gemacht, sondern Burger. Und guck dann, wie krass die aussehen. Warum bist du hier am Spuken gerade? Und wo sind wir hier gerade? Wo sind wir hier eigentlich, frage ich mich auch. Also ich habe mich hier für einen Job beworben. Du wolltest dich doch auch bewerben, oder nicht? Ich wollte dich nur besuchen bei deiner Arbeit, hä? Ja, ich arbeite ich ja hier. Ich guck mal, was du so machst. Ja, ich zeig dir mal ein bisschen den Laden, okay? Ja, das ist für mich noch ziemlich neu, aber ich zeig dir den. Dann zeig mal den Laden, okay? Ich bin mal gespannt. Zeig mal her. Ja, hier vorne, da hinten geht das erst los. Nicht wundern, das ist Stromausfall zurzeit. Also wir haben ja echt... was ist das denn? Alter! Jo, ist das dein Mitarbeiter? Nee, alles gut. Ja, das war mein Mitarbeiter, der ist aber krank. Der ist jetzt nach Hause gefahren eben. Und warum? Der ist krank zurzeit. Der sieht auch sehr krank aus, muss ich sagen. Alter, der ist schon wieder da! Oh Gott! Hilfe! Was ist denn mit dem? Digga! Hey! Gary, du sollst nach Hause! Der Mitarbeiter, was soll das? Ja, Gary, der ist... Du musst echt ein bisschen aufpassen mit dem. Warte mal, das ist richtig. Wir müssen jetzt hier vorne Mein laufen, Gott, oder? Alter. Ja, wir sind jetzt hier gerade in deiner Küche. Ist das hier... Nee, wir sind jetzt hier gerade... Guck mal. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt... Hallo, siehst du nicht, wo wir lang müssen oder was? Hier vorne, das ist die Küche. Ja, aber Bro, hier ist doch ein neuer Raum. Hier ist doch ein neuer Raum. Du sag mir mal den Raum. Ich hab das falsch geräumt. Wie falsch geräumt? Ja, wir hatten den Checkpoint da schon. Ich glaube, du hast ein bisschen falsch geträumt. Gary hat uns hier vorne die Küche gezeigt. Hä? Denkst du, Gary will was Böses machen? Nein, ich meine jetzt nicht hier rein, sondern ich meine, guck mal hier, wenn wir so Räume und so, das sieht voll cool aus. Ja, hier. Aber was kann ich dir zeigen? Das ist aber da vorne der Chefbereich. Nicht dahin ins Licht. Dann gehe ich nicht ins Licht. Na gut. Wenn man jetzt hier zu euch draußen hinkommen möchte, von da zum Beispiel, und man möchte essen, dann muss man sich den Burger auf den Boden nehmen, oder was? Nee, der Burger ist runtergefallen. Der lag hier auf diesem Tablett drauf. Eigentlich saß hier Ach, und der wird Kunde. Nachher wieder serviert, oder wie sieht das Ganze hier aus? Hier saß eben eigentlich noch ein Kunde, fällt mir gerade ein. Nein. Guck mal hier. Vermisst. Wie vermisst? Hä? Hier wird jemand vermisst. Das ist der Kunde, den habe ich heute Morgen noch bedient. Hä? Ist das dein Burger, der hier auf dem Boden liegt und seine Sprite? Das muss doch. Ey, lass den mal suchen, oder? Guck mal, das ist doch hier ausgelaufen, oder nicht? Lass den echt mal suchen. Nicht, dass dann erst irgendwas passiert ist oder sowas. Das wäre schrecklich. Okay, komm, wir gucken mal. Das wäre echt schrecklich. Also müssen jetzt hier... Also, denkst du, der ist hier rausgegangen? Oder der könnte auch hier in dieser komischen Rutsche... Der könnte hier in der Rutsche feststecken. Vielleicht hat er zu viele Burger gegessen. Das kann natürlich auch gut sein. Okay, warte, ich guck mal. Okay, komm, wir gucken mal hier oben. Bei der Rutsche ist er nicht. Warte, ich komm mal. Ich bin direkt hinter dir, ne? Du bist ja... Ich hab einen Hebel umgelegt. Wie, du hast einen Hebel umgelegt? Oh mein Gott. Ich hab einen Hebel umgelegt. Oh mein Gott. Ist da gerade ein Geräusch gemacht? Was war das? Hä, irgendwas? Warte mal, da steht was auf dem Boden, hier auf der Notiz, warte. Was steht da? Was findet mich schnell, steht da. Wie, findet mich schnell? Was stand da gerade? Findet mich schnell. Hä, warte mal, da ist gerade irgendwie... Ist das Licht? Das Licht ist so ein bisschen... Hier drüben jetzt ist so ein Netz. Siehst du das? Was für ein Netz? So ein Lasernetz hier. Sieht so aus, als würden wir hier lang müssen.
Guck mal, ja, lass mal hier was lang, war das gerade für ein Hebel, den du gedrückt hast? Ja, der hat irgendwas aufgemacht. Warte, hier ist noch ein Baumhaus. Komm mal her, das hast du gar nicht gesehen. Ich gehe auf. Ja, hier oben, ich bin oben. Wo bist du denn? Ach, du bist über mir jetzt gerade, ne? Ich hab ihn gefunden! Hier ist auch noch. Ich weiß nicht, wen ich vertrauen soll. Alle sehen aus wie die komischen. Ich hab hier Find the Secret Switch habe ich gefunden. Hier oben ist, musst du hin. Ach so, warte mal, ich komme von. Du musst bei der Rutsche hochlaufen. Ah, warte, ich komme von hinten von der Rutsche, warte. Ah, hier ist die Leiter. Okay, warte, ich komme jetzt nach oben. Okay, und okay. Da ist der oben. Ich hab das schon eingesammelt. Aber das ist nicht der Kunde. Das ist Bernd gewesen. Das ist der Bernd. Macht immer die Pommes. Du hast Bernd gefunden. Also sieht's fast so aus, als würde uns hier jemand eine Falle oder ein Hinweis. Das ist ein Hinweis, glaube ich, von dem Kunden. Denkst du ehrlich? Also ich muss sagen, ich wollte dich ja nur besuchen bei deiner Arbeit, aber. Jetzt hier. Oh mein Gott, also ist doch nicht zu viel. Hallo, es wird eine Person vermisst. Ja, okay, ja, gut, dann werde ich ja. Ich sag's okay, warte. Ja nur. Was ist das? Ist dein Auto da? Wo nach Hause fahren? Ja, lass nach Hause. Ach, warte mal, ich weiß, wo der wohnt. Lass zu dem fahren. Ach, du weißt, wo der Kunde wohnt? Ja, aber ich. Das ist ein Kollege von mir, Bro. Ach so. Weiß, wo der oh mein Gott, Hilfe! Oh Gott, steig ein! Ey! Bernd, was machst du? Und welcher Mitarbeiter Bernd. War das jetzt? Das war Bernd und Dofi. Ey, okay, warte, dann bist du im Auto gerade drin oder was? Nee, ich bin woanders hingespawnt. Ja, warte, ich komm zu deinem Auto. Ich boote leider, der eine hat mich kurz mir eine Schelle gegeben. Okay. So, ich gehe jetzt. Oh mein Gott. Ja, du musst einfach ein bisschen. Du musst nett zu denen sein, weil die sind ein bisschen. Alter, der hat mich trotzdem geholt. Was? Ah, jetzt bin ich in deinem Auto drin. Okay, alles gut. Ja, du musst eigentlich ein bisschen aufpassen, die sind auf jeden Fall ein bisschen. Die sind schlecht gelaunt heute. Ja, weißt das du? Ist natürlich. Es ist jetzt gerade. Dann bin ich nachsichtig, okay? Man genau, hat, man ist hat abends auch schlechte und die wollen dann nach Hause und so, weißt du? Die wollen Feierabend machen. Und dann kommst du hier noch hin, willst du noch eine Pommes wahrscheinlich gleich haben oder ja, so? Ja, ich würde gern 10 Pommes haben, aber. Ja, weißt du, das sind die besten. Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott, den kenn ich nicht! Den kenn ich nicht! Den kennst du nicht! Lauf weg! Was hat der mit mir gemacht? Der hat mich geboxt, ich war gerade. Ey! Lauf schnell weg! Lauf weg! Du Kartoffelkopf! Oh Gott. Der verfolgt uns immer noch. Kannst du mal die Katze hier holen? Das ist der Fisch. Bruder von PJ Packepiller. Als ob. Warum sind wir so klein jetzt? Ja, ich glaube. Oh mein Gott. Immer kleiner. Hä? Was passiert hier gerade? Er kommt hier nicht rein. Guck mal, sie kommt nicht. Ja. Aha. Und das ist sogar eine Maus und der passt hier nicht ins Mauseloch. Okay, also wo sind wir jetzt? Ganz schön dunkel hier, ne? Oh, lass mal hier vorne lang. Das sieht fast ein bisschen so aus, als wenn wir jetzt hier. Wir sollen jetzt hier den Pfeilen folgen, ne? Oh Gott. Was läuft hier? Oh Gott. Was ist das denn? Da ist sie wieder, die Maus! Digga, der soll mal seine Katze. Sie sind jetzt gerade bei dem zu Hause von dem Typen, ne? Richtig? Lauf weiter, der verfolgt mich, nicht? Ich weiß, mich verfolgt er auch, doch. Also, sind wir jetzt gerade bei dem Typen zu Hause? Nein, wir sind irgendwo. Ich kenne das hier alles nicht. Wir sind in ein anderes Zuhause gekommen. Hä? Ich kenne das nicht. Aber was machen wir denn hier? Warum sind wir hier in dem Haus jetzt drin? Wir wurden hier irgendwie hingebracht. Ich weiß. Oh mein Gott. Alter, ich werde riesig. Oh mein Gott. Bro, oh mein Gott, guck mal, wie groß wir sind! Wir sind größer als die Stadt! Was ist das hier für ein verrücktes Haus? Okay, lass uns erstmal. Das ist. Oder trau mich das. Besuchst du mich gerade wirklich? Oder sind wir gerade im Traum? Ich besuch dich gerade wirklich eigentlich, ne? Du, ich rede doch auch mit dir jetzt gerade. Ich frag mal eine Frage. Was ist 5 plus 5? Warum so schwer direkt eine Frage machen? Was ist 5 plus 5? 10! Okay, also bist du jetzt gerade wirklich da? Oh mein Gott! Ja, ich bin da. Du ich bist bin da. Wirklich da. Ich bin da. Das heißt, ich träume das nicht. Nein, wir sind, das heißt, wir sind anscheinend nicht am Träumen. Oh mein Gott, was geht hier ab? Okay, komm. Oh Gott. Wir können so eine Höhe springen als gedacht. Weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Dass das hier irgendwie so eine Anomalie ist oder sowas. Ich glaube, wir beide stehen eigentlich noch in der Küche und ich mache dir gerade eine Pommes. Und du meinst einfach, dass ich von diesem Pommesduft gerade so hingerissen bin? Ja, ich auch. Da wurde irgendwas reingemischt in die Pommes oder so. Das kann natürlich sein, aber lass ja aus dieser Anomalie rauskommen, aus diesem blöden, komischen Tag. Vielleicht ist auch da der Vermisste am Ende. Das könnte auch sein. Du meinst hier nach der Regenbogentreppe? Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott! Was ist denn? Was ist das denn? Ah! Oh nein! Fühle es, Kinder schnell zu essen. Ich wurde erwischt. Bro, nein, wir sind jetzt im Gefängnis. Hä? Oh Mann! Der hat uns erwischt. Das erinnert mich an das eine Gefängnis, was wir auch schon gespielt haben. Stimmt, das ist das auch, oder nicht? Alter, wie viele Zellen sind hier, bitteschön? Ich kann dir nicht sagen, Alter, das sieht so krass aus, hier mit so einem Farbcode, den man eingeben muss und sowas. Rot, ne? Gelb, ich weiß gar nicht, was ich drücken soll. Drück lieber nichts, nicht, dass wir noch irgendjemanden freilassen, der hier rumläuft oder sowas. Ja, ich weiß, da kommt dir noch irgendwie so ein anderer komischer Mitarbeiter von dir oder so, ne? Stell dir das mal vor, also, aber komische haben wir eigentlich nicht. Also, ich fand die bisher alle nett. Die waren echt zu mir richtig grob, ne? Ich würde da nicht normal essen gehen, würde ich sagen. Also, was ist das denn? Das ist auch ich eine. Ich wollte dich besuchen, weil du eine Pommes bestellst. Ja, okay, Pommes verstehe macht ich, aber verkehrt, Bro. Nein. Hallo? Ich will aufwachen! Zurück jetzt! Hallo! Ich will. Nein! Was ist denn hier los? Sag mal! Alter! Da kommt Mr. Cowboy-Stiefel oder sowas! Nein, das ist die Pommes! Das ist die sprechende Pommes! Die Pommes, weg mit der Pommes! Alter! Mann, du Pommes-Auge! Weg mit dir! Hau rein jetzt hier! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott, guck mal, der frisst auch gerade was! Oder ja, da macht er gerade irgendwas, ne? Alter, was geht denn ab? Okay, jetzt ganz, ganz vorsichtig hier.
So. Okay, ganz ruhig. Oh nein, 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 nein. Oh. Ich bin jetzt zugegangen. Ach, Mann, oh nein. Ja, ich bin da oben rangekommen. Ey. Oh, was machst du? Los, jetzt habe ich es. Okay, hier rüber und zack. Okay, so, sehr dann. Schön. Alter, was ist denn jetzt? Also diesen Bereich von meiner Firma hier kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich glaube, wir sind unten in deiner Kanalisationsfirma oder sowas, ne? Das weiß ich nicht genau. Also ich bin ja hier auch nur Azubi. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt quasi bei euch arbeiten würde, würde ich sagen, das hier ist einfach die Küche, wo die Burger gemacht werden. Du bist ja so assi, ne? Gar nicht. Oh Gott, wir geben hier jetzt? Hygiene ist A und O. Ja, das sehe ich auf jeden Fall bei euch. Ne? Also, Alter, was ist das für ein Geräusch? Was ist hier? Oh! Nein, oder? Was ist das? Was ist für ein Geräusch gerade eben gewesen? Das gehört, ne? Es hört sich ein bisschen an, als würde jemand mit einer irgendwie so einem Schaber über den übers Bratenfett kratzen. Ja, ja, es hat sich echt ganz, ganz komisch angehört. Okay, jetzt hier müssen wir weiter rüberspringen. Einfach rum. Hä, was ist das für eine Obby? Einfach hier lang? Ganz vorsichtig jetzt hier. Ja, das war gerade ganz, ganz merkwürdig. Muss auch aber nicht verstehen, ne? Wir sind, glaube ich, alles gut. Ja, alles ganz gut bisher. Start, da vorne ist so ein. Warte mal, da vorne kommen wir wieder zum Restaurant. Hä? Was ist das denn? Nicht darauf gehen. Wo sind wir denn jetzt? Nein. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind in der Burgerwelt. Als ob? Hä? Und wie sollen wir jetzt hier raus? Weißt du, wo wir hier sind? Wir sind im Abfluss. Also, hier sind. Das sind alles die Müllburger. Oh. Alter! Nein. Nein, 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 nein. Da steht. Hinten steht einer. Das sind alles die weggeworfenen Burger. Ach so. Dann ist er wieder weg. Kommt er nur alle paar Sekunden, oder was? Ja, okay, komm, lass hin. Was ist das denn? Hä, vermisst! Der Blue Rainbow Friend, die Frau von dem! Die Frau von dem, was? Hä? Lol! Okay, dann müssen wir auf jeden Fall auch suchen. Wird hier noch vermisst? Nee, das ist kein, das ist nur so ein Morph. Okay, hier machen die... Mitarbeiter des Monats stand da. Hier machen die Burger zu küssen, Zungenkuss oder so, keine Ahnung. Alter, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Wurdest du... Nein! Lauf! Wer ist das denn? Das ist der... Der ist sauer auf mich, weil das ich der Mitarbeiter des Monats geworden bin. Aber in Burger und böse. Ja, ja, Ronald, hau ab da. Hau ab jetzt hier, lass mich in Ruhe. Du blöder Ronald. Ich wollte eh nur Pommes kaufen. Ich hasse Ronald. Ich wollte ihn nicht essen. Hau ab jetzt hier. Oh Gott, er ist weg. Okay. Gott sei Dank. Ey, ohne Spaß, ne? Hier. Was ist das auch? Das sind alles Bereiche, das kenne ich alles noch gar nicht. Ich will hier raus aus diesem blöden Ding. Das hat gefühlt hier... Aber guck mal, warte mal. Das ist ja schon mal Kanalisation. Das sind ja so Röhren. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um rauszukommen, ne? Genau, die müssen immer irgendwo rauskommen. Weil irgendwelche Leute müssen auch hier reinkommen, aber nicht von oben, sondern halt von woanders. Ja, genau. Um halt hier so ein bisschen das ganze Ding zu regeln. Es kann nur. Was ist das? Was soll ich. Siehst du das auch da drüben? Pass auf! Drüben? Alter, über dir, über dir! Blase oder sowas, ne? Was ist das für eine Blase? Warte, können wir die. Hä? Die leuchtet so. Oh Gott, da oben drauf! Hier oben drauf. Hier oben drauf! Was ist da oben drauf? Siehst du es nicht? Nein, was denn? Da war bei mir gerade irgendein Typ, der gewunken hat. Oh, der sah auch gruselig aus. Den hab ich nicht gesehen gerade in dem Moment. Ich geh jetzt hier ganz vorsichtig rübergehen, Kaspar. Ja. Weißt du, was das hier ist? Das ist der Grill. Echt, der Grill? Das ist der Grill, das ist der Burgergrill. Das sehe ich am Rost. Ach so. Das rieche ich. Ach, wir sind quasi gerade in deiner Küche. Ja, wir sind immer noch in der Küche. Ach so, oh mein Gott, jetzt ist alles am Brennen. Da? Hä? Oh mein Gott, pass auf, hier greift jemand durch. Ehrlich? Oh mein Gott, Alter, mit seiner Riesenhand. Pass auf. Ein Riesen-Ronald. Pass auf, der hat seine Riesenhand, der will's da abgreifen oder sowas, ne? Der denkt, wir sind Salat. Ey, wir sind geschrumpft worden, nichts anderes. Wir sind die ganze Zeit in der Küche. Ach so, wir sind immer noch klein, sagst du? Wir sind die ganze Zeit in der Küche und sind immer noch klein. Aber dann, warte mal, dann können wir auch aus der... Durch was wurden wir denn? Wir haben doch an diesem Hebel gezogen, in dieser Burg. Ja, du hast recht. Die hat uns klein gemacht, der Hebel. Och nein, Alter. Oh Mann. Und nur, weil wir den komischen Typen suchen wollten, ne? Mann, wir wollten doch nur nett sein. Und den haben wir immer noch nicht gefunden, den Arm. Weißt du, ich glaube, der kommt noch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Oh, warte mal, hier geht's weiter. Oh, das sieht doch schon gut aus. Was ist das? Oh. Oben diese komische Blase schon wieder. Das sieht extrem, Hier ist irgendwas, oder nicht? Das sieht so einfach kann das nicht sein. Nein, irgendwie nicht, ne? Hä, das sieht irgendwie ganz, ganz crazy da aus. Ja, ist doch irgendwas Gruseliges und... Oh, nein, was ist das denn? Oh mein Gott, die Frau vom Rainbow Friend oder so. Hä, wer ist das? Was ist das für ein Ding? Oh Gott. Ist das dieses Kuscheltier, das über Happy Wheels reinbekommt? Oh Gott, das ist weg. Das ist Angela, die wurde gefeuert letztens. Alter. Die Arme, da wäre ich auf jeden Fall auch sauer. War das die Toilettenfrau oder was? Das ist, die arme Angela nennen sie, haben sie alle genannt, als sie gefeuert wurde. Nein, Alter, die arme Angela. Oh Gott, da ist sie schon wieder. Oh mein, nee, das ist die doch nicht, oder? Doch, das ist die, aber die macht nichts. Ist das nicht Gisela? Das ist Gisela, das ist ihre Zwillingsschwester. Stimmt. Okay. Angela und Gisela, oh Gott. Ich glaube, bitte bloß ab hier.
Ja, wir sind doch hier auf jeden Fall gleich draußen. Die mögen euch nicht. Ich mag die auch nicht, Kaspar. Hier, guck mal, das sind Neon-Pommes. Die haben wir jetzt gerade neue, ne? Das ist Pommes und außenrum ist Ketchup und Soße Hollandaise. Was ist die Geheimzutat? Radioaktivität? Das verrate ich nicht. Locker. Wieso das denn? Locker. Gar nicht. Wie sollen die denn sonst leuchten? Oh mein Gott. Verrate ich. Oh! Schieß ab. Oh mein Gott, Angela, die sind fusioniert. Alter, das ist der... Oh mein Gott. Das ist einfach... Oh mein Gott, das sind alle. Angela ist das. Oh die ist Gott. Sauer, weil ich letztens auf dem Klo war so lange. Und dann, pass auf. Ich wäre auch lange auf dem Klo, wenn ich bei euch die Burger essen würde. Weg mit euch. Ja, ich habe meine schon geholt. Ich habe meine schon geholt. Achso, warte. Und Angela. So, das war's. Okay, sehr gut. Wir haben sie auch lass dir weiter über den Regenbogenweg. Ich glaube, wir kommen gleich immer näher und näher zum Ausgang. Na, wo bin ich? Es sieht aus wie ein altes bisschen Fastfood-Restaurant. Hä? Guck mal. Aus, wir... Stimmt, du hast recht. Wir sind bei dir. Hier waren wir doch eben noch in der Küche. Wir sind alle vermisst jetzt gerade. Oh mein Gott, wo sind wir? Hey, warte mal. Was ist das hier? Und hier unten war doch deine Küche, oder nicht? Ja, hier unten konnte man langlaufen. Da kam uns noch Gary entgegen. Wow. Das sieht aus wie Poppy Playtime. Wow. Hier, guck mal, ganz viele Leute wurden gefangen genommen. Alter. Und die sind alle zu Kartoffeln. Nein, Mr. Fast Food. Und du weißt, was aus Kartoffeln gemacht wird. Pommes. Pommes. Das heißt, wir haben Menschen gegessen die ganze Zeit. Ey, Mr. Fast Food, ich bin keine Pommes. Nein, es spielt keine Rolle. Es gibt keine Flucht für dich. Nein. Ey, was machen wir jetzt am besten? Er kommt, oder? Uns verstecken, oder? Komm. Was machen wir? Irgendwo hier müssen wir rausgehen. Oh nein. Hier. Oh Gott! Komm zurück, sagt nein. Er. Nein! Lass uns bitte, nein. Mr. Fastfood. Hier rein, oder? Hier rein! Ich glaube, wir müssen du da reingehen, Kaspar. Du bist aus dem Gefängnis entkommen. Guck mal, hier unten können wir lang. Was? Fortsetzung folgt? Oh mein Gott! Oha, alter Leute! Wir müssen dem Zirkus entkommen. Ja, es ist nämlich irgendwie ein Zirkus in der Stadt. Und der hat ganz, ganz viele Sterne verteilt. Die müssen wir alle finden. Und hier ist direkt sogar schon der erste Stern, Freunde, den wir gefunden haben. Und ich bin mal gespannt, wie viele Sterne wir am Ende finden werden und wie viele wir vielleicht auch verpassen werden. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt, dass wir heute dem Zirkus entkommen. Und dreht einmal ganz kurz euer Handy und drückt noch auf die Glocke. Der werden nämlich kein Video mehr hier verpassen. Wir sind auch kurz vor den 100.000 Renten. Das wäre so krass, wenn wir das noch dieses Jahr schaffen könnten, Freunde. Und checkt auf jeden Fall nochmal Merch aus, den ihr gerade neben mir seht. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein in den Zirkus. Oha, okay, also hier sind anscheinend sogar ganz, ganz viele Sterne. Er sagt ja, oh nein, das ist der blöde Zirkus. Und guck mal, man kommt hier gar nicht so durch. Das heißt, man muss irgendwie erstmal seine Wege finden. Und hier ist zum Beispiel noch ein Stern, aber wir kommen da auch wieder nicht rüber, ne? Nee, da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen jetzt kurz gucken, dass wir diesen Parcours meistern und einen Weg nach draußen finden, Leute. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz hier rum, so. Und hier haben wir schon die ersten, zack. Okay, die Sterne auf dem Boden sind schon mal Checkpoints. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht von diesen Einrädern getroffen werden. Und komm, fahr auch nochmal ganz kurz. Los. Ja, okay, sehr gut. Und ich würde mal sagen, hier, schnappen wir uns doch mal direkt den zweiten Stern und springen ja über diese Bowling-Pins rüber. Das ist auch wieder kein Problem. Hier sind noch so ein paar, oh Gott, so ein paar Affen. Oh, nein. Okay, ich bin noch schnell durchgelaufen, Freunde. Noch mega Glück gehabt. Das können wir hier auf jeden Fall nochmal über die ganzen Bomben hier rüber. Ja, sieht auf jeden Fall auch echt verrückt aus, dass das die mit den Bomben auf sich hat. Keine Ahnung. Aber wir haben schon wieder 3 Sterne gesammelt. Hier vorne ist auch direkt schon wieder gleich der nächste Stern, Freunde. So, jetzt hier vorsichtig. Oh, wir sind hier. Ah, ey! Wir sind hier echt richtig an Kunststücke machen und so, ne? Aber den Stern haben wir so auf jeden Fall eingesammelt. So, auf jeden Fall weiter über die ganzen Bälle rüberspringen, Freunde. So. Und zack, haben wir auch schon den nächsten Checkpoint uns ergattert. Jetzt müssen wir uns ein Brett aussuchen. Ich würde sagen, rot, da rot meine Lieblingsfarbe ist. Ja, lange. Okay, dann ist sie doch voll grün. Okay, dann ist es grün, dann rot. Okay, dann warte, pass auf, Leute. Dann ist es grün, gelb, rot. Ey! Dann ist es, pass auf, Freunde, dann ist es grün. Ey, grün, nochmal grün und rot. Och, Mann, oh. Jetzt einfach nochmal grün. Och, ey, jetzt habe ich aber wirklich alles einmal falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Na gut, okay, so, jetzt hier mal durch die Mitte. So, haben wir diese Bretter jetzt auch mal überstanden. Mann, kann doch nicht angehen. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz den 9 Stern hier einsammeln. Haben wir jetzt sogar schon 5 Sterne eingesammelt. Und jetzt geht's direkt weiter durch diese Ringe hier. Müssen wir da durch, Freunde, so. Okay, müssen wir einfach, oh Gott, müssen wir hier so durchgehen. Oh, mega verrückt. Und direkt geht es ja schon weiter an, hey, was sind das denn? Das sind so Luftballontiere, ne? Okay, alles klar. Ich würde sagen, die dürfen wir, glaube ich, auf jeden Fall auch nicht berühren. Und hier, ach komm, aber wir haben uns den Stern geschnappt, Freunde. Deswegen können wir hier an den Luftballontieren vorbeigehen. So, auch ohne Probleme. Gehen wir jetzt hier an diesen Luftballontieren vorbei. Und wer ist das denn, Freunde? Elimon? Hallo? Wer bist du? Ist der irgendwie? Er sagt Brox, hallo. Ich schreibe auch mal, hallo.
Guck mal, dann spielen wir sogar ein Spiel zusammen. Auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall auch machen. Guck mal, Elimon ist jetzt im Video drin, Freunde. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir hier noch an den ganzen Geburtstagskuchen vorbei. Ganz, ganz vorsichtig. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch hier. Ja, können wir. Den Stern. Kann ich den Stern einsammeln? Oh nein, ich muss. Okay, ich musste einfach den Kuchen berühren. Damit wir natürlich auch dann den Stern einsammeln können. Und dann können wir direkt hier schon wieder weitergehen zum nächsten Checkpoint. Und wir dürfen auf gar keinen Fall diese Wasserpfützen hier berühren. Weil wenn wir diese Wasserpfützen berühren, haben wir nasse Socken, Freunde. Und niemand möchte nasse Socken haben. Aber ganz einfach auf jeden Fall. So, jetzt hier, zack, gehen wir direkt weiter. Außenrum hier, um die ganzen Wasserpfützen. Und auch direkt wieder zum nächsten Checkpoint, Freunde. Auch nicht schlecht. Und oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das sind hier irgendwelche... ist es hier irgendwie so ein Labyrinth oder so? Okay, müssen wir uns auf jeden Fall ganz vorsichtig hier durchgehen, Freunde. Okay. Bloß nichts berühren, weil wenn wir etwas berühren, dann... dann werden wir draufgehen. Wir müssen auch den richtigen Weg finden. Und sehr, sehr vorsichtig sein. So. Ganz, ganz vorsichtig, Freunde. Oh Gott. Und okay, da vorne steckt noch ein Stern. Den muss ich mir mitnehmen. Den brauche ich unbedingt, Freunde. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen wieder zurück. So, gehen hier so rum. Oh, ich sag's euch, das ist gerade mega, mega spannend. Und oh yeah! Wir haben auch direkt hier wieder den nächsten Checkpoint geschafft. Hahaha. So muss das auf jeden Fall sein, Freunde. So schnappen wir uns einfach die ganzen Checkpoints hier. Und auch schon 8 Sterne. So, jetzt müssen wir noch an diesen Dreiecken hier vorbei. Gucken, was der noch hier geschrieben hat. Was hat der noch geschrieben, Freunde? Nimmst du auf? Natürlich. Natürlich nehme ich auf. So, guck mal. Der freut auf jeden Fall, der Elmond, Freunde. So, dann können wir jetzt auch weitergehen. Und, ey, guck mal, wie er auch hier steht, ne? Einfach so mega, mega breit. Und er freut sich natürlich mega. Ich würde sagen, wir schnappen uns direkt hier wieder den nächsten Stern. Jetzt kann man anscheinend sogar noch hier oben hochklettern. Okay. Ja, Leute, dann gehen wir doch mal ganz kurz hier nach oben. Ich glaube, wir müssen hier auf der Seite hoch. So. Und klettern jetzt mal hier im Zirkus ganz nach oben, wo man diesen ganz, ganz gefährlichen Stunt macht, dass man da so rüber balanciert, ja? Und ich guck mal, ob wir das schaffen. Okay, Elmon oder Elimon, ich glaube an dich. So, Elimon. Oh nein, Elimon ist runtergefallen, Freunde. Okay, kein Problem, Elimon. Ich werde dich rächen an dem Seil, okay? Ich werde alles geben, damit du ganz entspannt, ja, das auch nachher schaffst. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz runterklettern, glaube ich. So. Muss ich jetzt... wie wir uns einfach noch aufgefangen haben. So richtig, also wirklich mega, mega knapp. So, jetzt haben wir hier auch nochmal... Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt noch hier? Jetzt haben wir noch so ein paar Wassersachen, die hier so runterlaufen. Auch kein Problem, Freunde. Können wir auch relativ leicht rüberspringen. Komm, Elimon, da vorne ist Elimon, Freunde. Wir warten mal ganz kurz auf Elimon. Ja, er schafft das jetzt auf jeden Fall auch. Sehr gut. Und jetzt müssen wir hier an diesen... Oh, das ist aber leicht. Da müssen wir ja nur geradeaus laufen. Hä? Okay. Das war auf jeden Fall leichter als gedacht. Okay, gehen wir direkt mal an den Bowling Pins weiter vorbei. Elimon sprintet hier auch richtig durch. Hat er noch was geschrieben, Freunde? Er schreibt ja. Okay. Dann können wir jetzt hier mal ganz kurz den nächsten Checkpoint schnappen. Und hier müssen wir wieder ein Labyrinth absolvieren. Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier an dem Labyrinth vorbeigehen. Und bloß auch keine Wand oder so berühren. Ich glaube, wenn wir hier eine Wand berühren, dann war es das mit uns. Und hier dürfen wir auf jeden Fall nur auf diese Hasen springen, auf diese Hasenohren. Aus dem... Oh Gott. Aus dem Dingens, aus dem Hut, wie die da rauskommen. So, und zack, auch direkt wieder rüber geschafft. So, Elimon, schaffst du es? Ich glaub an dich. Hey, hä? Okay, und ja, Elimon hat es auch geschafft. Perfekt. Und, hä? Nein, wir wurden gegessen, Freunde. Wir sind einfach in dem Clown drin. Und so sehen Clown-Szene also aus. Na gut, dann würde ich sagen, rutschen wir doch mal runter. Yo, und Alter, wir sind einfach mitten im Gaumen. Wir sind hier einfach im Gaumen drin, Freunde. Was ist denn da jetzt los? Okay, ich würde sagen, wir probieren jetzt hier über die ganzen Sachen rüber zu springen, was der Clown so gegessen hat. Das heißt auch Kuchen, Knochen und... Oh, hier ist noch ein nächster Stern, Freunde. Den brauchen wir unbedingt. Hier, zack, den Stern wiederholen. Da haben wir nämlich schon wieder 11 Sterne. Und dann auch hier vorsichtig auch über die Pizza rüber. Und jetzt haben wir sogar, ey, auch so Totenköpfe und so hier, ne? Okay, hier müssen wir auch vorsichtig sein. Ich will auf jeden Fall da vorne direkt wieder mir den Stern holen, dass wir natürlich auch schnell hier aus diesem Clowns Körper rauskommen. Weil, wer will schon in einem Clownskörper drin sein? Logischerweise, ne? So, jetzt können wir hier auf jeden Fall ganz kurz... Ist das jetzt hier die Hintertür, Freunde? Müssten wir jetzt hier raus? Geht's jetzt hier aus dem Clown wieder raus? Oh mein Gott. Hey, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind jetzt gerade irgendwie... Ach, wir sind jetzt einen weiter. Und, oh Gott. Okay, hier vorne... Oh, wir müssen jetzt hier durch. Warte mal, können wir hier aus dem Zelt wieder raus? Elimon, haben wir es dann geschafft? Elimon, ich glaube, wir haben es dann geschafft, oder? Yeah! Wir haben es geschafft, wir sind im Zirkus entkommen und wir haben jetzt zack auch direkt hier den letzten Stern eingesammelt, 13 Sterne und er sagt hier, da, Star von Green Balloon gewonnen. Wir haben ein neues Abzeichen bekommen, weil wir alle Sterne eingesammelt haben und hier gibt es anscheinend sogar auch noch ein paar Sachen, so Escape im Museum, da können wir im Museum entkommen.
Wir sind am Schlafen, Kaspar. Ja, ich muss erstmal. Hä? Ist das im Fernsehen? Ich seh's auch, ja. Was ist das? Oh mein, was ist das denn? Ein verrückter Professor? Der ist verrückt geworden, oder was? Ich glaube schon, der nimmt einfach so Opfer aus ihrem Zuhause und dann lässt er die verschwinden oder sowas, ich weiß. Was? Oh nein. Oh Gott, siehst du das auch? Oh oh. Am Fenster. Ja, Mann. Oh nein, ich glaube, es ist der böse. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, der böse Professor oder sowas, ne? Dr. Grimm? Das ist Dr. Grimm oder was? Nein. Oh nein, er hat uns gefangen genommen. Ja, wir sind hier Was? Wir sind hier als Blöcke irgendwie gefangen oder sowas, Kaspar. Ja, wow. Was? Ey. Was wurde mit mir gemacht? Was hat er uns angetan? Hier, wir sind ausgebrochen. Ich muss hier raus. Und ich muss ein Heilmittel finden. Okay, Oh Gott. Aber wo lang jetzt am besten, sag mal? Ich gucke natürlich auch gerade jetzt hier. Also ich glaube, hier müssen wir nicht lang gehen, sondern ich glaube, wir müssen hier vorne... Da denkst du, müssen wir schieben? Nein, oder? Wir müssen auch, glaube ich, da durch die Tür gehen. Hier vorne, hier ist eine Tür, hier können wir raus, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich komme, ich bin direkt hinter dir, ne? Oh Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, was hier alles gemacht. Was macht der denn für Experimente? Ne? Guck mal, da lebt jemand drin. Das ist ein ganz. Zeig mal. Das ist hier so ein ganz komisches Labor. Na, stimmt, da schwimmt einer. Gott, okay, du siehst aber trotzdem sehr, sehr glücklich aus, aber dass er hier entführt worden. Ja, du auch. Das ist aber nur scheinheilig. Das ist na gut, gar okay, nicht. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Oh mein Gott, es ist kalt hier. Aber wir können ja, warte mal, wir können diese Münzen ansammeln, ne? Diese Münzen. Ja, genau. Aber anscheinend was kaufen? Ich glaube schon, ja. Das wackelt alles. Ja, das ist das hier, das sind die Geländer und so, die wackeln hier alle rum. Alter, wir können so Doppelsprünge machen, ne? Stimmt, du hast recht. Oh, warte, da war eine Münze. Man muss irgendwie auf die raufklicken, glaube ich. Ja, sehr gut. Alles so. Nee, einfach nur einsammeln. Hier, okay. Jetzt geht's weiter. Oh, es ist was? Oh Gott, ich hab hier Angst. Halt dich mal gut fest, Alter, sag mal. Okay, jetzt hier ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Und rüber. Hoppa, hoppa. Oh mein Gott. Hoppa. Okay, ich hab's geschafft. Ne? Ich bin hier rübergekommen. Ja, ich auch. Sehr gut. Okay, hier sind wieder ein paar Münzen. Hier sind wieder zwei Münzen. Die wieder ganz kurz einsammeln. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier. Guck mal, wir müssen auch diese Münzen mitnehmen. Das sind anscheinend diese Ultramünzen, die so richtig viel bringen. Gut, greifen. Hilfe! Pass auf, Hilfe! Roboter! Die greifen mich an, Kaspar! Schnell hoch hier, die Roboter greifen mich an. Ja, ich seh's auch gerade. Wir können aber jetzt hier weiter und die Münzen einsammeln, ne? Oh Gott, oh Gott. Nichts vergessen hier. Okay. Weiter hier. Das ist jetzt ein D2, oder nicht? Ich glaube, können die hier rüberspringen? Hey, die haben mich gekillt! Als ob, wie schlecht bist du denn? Und durch hier! Ja, sehr gut, okay. Ich glaube, hier vorne müssen wir weitergehen, ne? Ja, hier müssen wir hier rauf. Den Doppelsprung haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal gerettet, muss ich sagen. Ja, mich auch. So, jetzt hier schön, genau, die Teile einholen. Oh Gott, das ist hier, wieso ist das auch so ein bisschen kaputt hier alles, frage ich mich. Ist schon irgendwie so ein bisschen kaputt, ne? Irgendwas stimmt. Ja, pass auf! Also, du bist ja richtig schlecht. Hast du das gesehen, dass es da gerissen war, oder was? Natürlich. Sag, wie schlecht bist du denn? Mir wurde das nicht angezeigt oder so, ich hab's nicht erkannt. Ja, alles wird nicht angezeigt, Tastatur klemmt. Ist so. Ja, genau. Okay, jetzt lassen wir hier weitergehen. Das ist auf jeden Fall relativ easy jetzt hier, ne? Hier, du musst doch nur rüberspringen. Das schaffst du doch sicherlich, oder? Ja, also wirkt jetzt nur nicht so, als wäre ich hier voll der Du. Ja, bist du aber gerade. Wäre ich voll schlecht. So, jetzt hier. Und Sabi. Okay, jetzt müssen wir hier die Leiter, genau, schön die Leiter hochklettern. Ich bin direkt hinter dir. So, wir müssen auf jeden Fall alle Münzen immer einsammeln. Dann kriegen wir nachher irgendwas Besonderes. Stimmt, so, das ist wieder so eine super Münze für 5. Was sehr bringt gut. Die? 5 Stück? Alter. Ja, gut, ich bin schon, was wir davon kriegen später, ne? Jetzt hier auf jeden Fall. Oh Gott. Hier durch. Diese Laser! Alter! Zu mir sagen, ich bin schlecht und schlecht. Ja, die Laser. Ja, guck mal, aber die Laser laggen voll, ne? Das siehst du bei dir aber auch, dass die laggen. Die laggen gar. Alter, du bist ja voll schlecht. Die laggen voll, die Laser. Bei mir laggen die gar nicht. Die hängen voll. So, okay, jetzt. Alter, so, ja, sehr gut. Und ja, okay. Sag mal. Die hängen da voll. Geleckt. Das war ja die so haben echt gelogen. Geleckt, die Laser haben echt geleckt. Überhaupt nicht ja, geleckt. Du wirst schon sehen, dass die geleckt haben. Ich muss einen Fehler. Weg finden, diese Laser zu deaktivieren. Oh! Hä? Okay. Kannst du hier draufdrücken? Hier ist gerade die Wand explodiert. Ja, stimmt, du hast recht. Sehr gut. Wir laufen so richtig glücklich, ne? Ja, wir sind anscheinend echt irgendwie unter irgendwelchen Sachen eingesetzt. Das ist nur Fassade. Innerlich sind wir am Wein. Ich weiß, oh, was ist denn hier? Wir wollen ihn nämlich raus. Oh, pass auf. Ich drücke, pass auf. Hoher Strombereich. Ich zieh den Hebel um. Okay. Ja, mach mal und ziehen, zack. Was kommt jetzt? Oh, oh. Oh, nein. Es ist dunkel. Oh nein, hinter mir ist er schon! Wie hinter dir ist er? Ich sehe ihn nicht. Dr. Grimm, oh mein Gott, der Professor ist hinter mir. Dr. Grimm, ich sehe ihn nicht. Ich der ist auch schon. Hinter dir, der ist auch hinter dir, lauf! Oh, nein, sehen Dr. Zum Glück. Grimm, er hat nur dich verfolgt, zum Glück. Oh mein Gott. Was sind das denn, Minions okay. Oder was? Anscheinend schon, ne? Wow! Was ist? Hilfe! Was ist denn? Hä, die sind explodiert, die Teile. Hä, gar nicht.
Hast du nicht gesehen? Wow, die explodieren! Hä, was? Die explodieren nicht, was laberst du? Die schmeißen mich hoch! Ja, das stimmt. Also Bitte. Echt, die kann man da schon wieder failen. Ey, Mann, ja, ich kann das nicht so. Wow! Warte, kann ich hier hochklettern? Nee, ne? Okay, kann ich nicht. Ja, okay. Und zack, so, jetzt da hat er es auch mal geschafft, ne? Ja, sehr tu mal gut. Nicht so, als wäre ich hier so ein Rentner. 3 Jahre habe ich gewartet. Schon ein Brötchen gespielt in der Zeit. Ey, wir müssen jetzt safe durch die Lücke. Warte mal, hier ist so eine Kiste. Die, ja, okay, öffne halt nicht die Kiste, ne? Ich schnappe den richtig krassen. Ja, okay. Ich hab mir den auch so geholt und ich kann hier auch so reingehen. 10, einfach wir uns jetzt hinlegen. Was? Als oh Gott, ob? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier öffnen. Okay, und aufmachen das Ding jetzt hier. Schön hier, zack, Geld. Oh, ja. Leute, pass auf. Schön, dass du durch Licht. Das Licht durch bist. Na, ich bin da schön vorbeigelaufen, ne? Das Lager hier, ne? Oh, oh, oh. Ja. Mein Gott, nein. Kannst mal sehen jetzt hier. Ich warte. Ey, ich berühr's nur noch. Ich hab professionell gewartet. So, hier nein, kurz vorbeilaufen. Easy peasy. Oh, nix okay. Los. Also, es war ja schon relativ einfach. Ist hier nochmal eine Kiste? Du tust auch so, als wärst du hier der übelste Profi. Finde ich auch. Das ist ja das Ding. Ich bin ja auch der schon Profi. Eben bei den Lasern draufgegangen. Ja, die, so, weil die geleckt aber. Haben. Aber hier kann ich nicht weitergehen, ne? Wir müssen, glaube ich, hier durch die Tür oder so. Hier müssen wir durch. Okay. Okay, lass mal durch. Was haben wir denn hier? Das ist die Zellentür. Oh Gott, Gott. Aha. Er sagt dir, wenn du mich aus der Zelle holst, dann helfe ich dir diesen Ort. Also wir müssen das. Können wir das Ding jetzt irgendwie bewegen oder sowas? Ja, hier, Kiste nehmen. Okay, ich überprüfe auch mal ganz kurz die Kiste und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die fertig habe, ne? Ja, mach mal. Ja, am Hebel ziehen. So, okay, jetzt wird das mal hier schön was gehackt. So, oh. Hm, sehr gut. Ich habe das hier schon aufgemacht, dieses Tor hier bei mir. Ja, und ich sehe gerade hier, nämlich der ist jetzt ziemlich. Ah, das Tor geht jetzt auch gerade auf. Ich sehe es gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Da musste ich einfach nur noch hinkommen. Und jetzt danke, und dass dann, du mich rausgebracht hast, sagt er. Der heißt Krypto. Ja. Okay. Okay, okay, wie auch immer der heißt. Aber den müssen wir auf jeden Fall, den mussten wir befreien. Ja, was hat der jetzt hier? Den wird's hier. Das Zellentür-Ding. Wir sind hier irgendwo in den Bergen. Ja, der hackt gerade, der hackt jetzt hier gerade irgendwas. Na, mal gucken, was der jetzt hier hackt. Ja, genau, das hat er bei mir auch eben gemacht. Okay, Krypto, dann hack mal hier dein Kram. Oh, die große Wand hat er jetzt aufgemacht, ne? Ja, ja, safe, safe. Ich bin schon einen weitergelaufen hier. So. Und da sind sogar anscheinend welche, die machen da Jump'n'Runs und sowas. Ja, das bin ich. Das bin Ach ich so. Hier. Das bin ich hier vorne. So, okay, bis später, Krypto. So, dann ich komme jetzt mal ganz kurz hier zu dir. Ey, wow. Wow, das sind ja Teile, die... Schlecht, das sind ja Teile... Ich warte hier schon seit 10 Jahren auf dich. Na, hör mal. So, jetzt hier, komm. Du wirst jetzt aber schon. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rauf. So, zack, jetzt hier auf die Teile rauf. Ja, ich sehe dich da oben. So, okay, okay, jetzt habe ich hier schon mal den nächsten. Ja. Muss ich hier kurz warten. Schon, das schaffst du ja wohl, sag mal, oder was? Natürlich schaffe ich das doch easy peasy. So, zack, hier, sehr gut. So, auf das Teil rauf. Ich bin ja auch kein Amateur. Man kann sogar. Nee, kann man 2 Sprünge machen? Nee, nur einen, ne? Oh Gott. Was ist? Oh, Roboter! Oh, er hat einen Roboter. Ich sehe den gerade, den großen Roboter. Oh mein Gott, wo soll er jetzt sein? Hier sind noch ein paar Minzen. Ich gehe gerade links rum. Mal gucken, ob links vielleicht richtig ist. Ich glaube, hier Hallo? Rechts lang. Hallo? Ist hier irgendwo ein Roboter? Irgendwo das groß? Das ist ein Labyrinth, ne? Ich glaube schon, ein ne? Okay, das ist halt anscheinend... Ich höre den auch, ne? Der ist, glaube ich, bei dir. Ich höre den auch. Aber der kommt gerade zu mir gelaufen. Oh mein Gott, hier sind sogar... Oh mein Gott, hier ist ein Roboter direkt vor mir. Der hat mich geholt. Gott, wo müssen wir denn langlaufen? Ja, du bist auch schlecht jetzt hier bei mir. Oh, warte mir mal, du hast die Kiste übersehen, du Idiot. Ha! Hä, was? Das ist eine Kiste, ist da. Ja, in der Ecke nämlich, ne? Nein! War rechts richtig? Oh mein Gott, ja, rechts war richtig. Ich hab hier gerade. Oh mein Gott, das hört noch so. Oh mein Gott, nein, Oh mein Gott, hier. Der Roboter. Oh Gott, okay. Die Coins sind mir jetzt egal. Hier, ich komme jetzt auch. Ich bin jetzt auch gerade rechts. Ist hier noch irgendwo. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Coins, ne? Oh, hier steht auch noch Roboter. Hilfe, der ist hinter mir. Ja, hier Ausgang. Ich hab hier den Ausgang. Ich oh mein Gott, hier sind mega viele Roboter, sehe ich gerade. Ja, Mann, da rede ich doch die ganze Zeit von. Ist hier rechts der Ausgang? Oder wo könnte der Ausgang sein? Du siehst so ein Pfeil irgendwann. Du musst dich rechts halten. Wenn du rechts gegangen bist, musst du dich rechts halten. Okay, oh mein Gott, noch ein Roboter. Oh mein Gott, okay. Ah, ich sehe den Pfeil, okay. Hier am Ausgang, sehr gut. So, wie viele Roboter kommen denn hier? Mann, da sind noch einige. Hier noch okay, der geht jetzt gerade in die Richtung. Ja, hier ist so eine Münze versteckt. Sehr gut, die sammle ich auch mal ein. So, zack, ein. So, und hier ist anscheinend, hier sind so 2 Pfeile. Und Roboter kommt auf dich zu? Ja, ich bin jetzt hier. Exit. Ah, okay, ich bin rausgekommen. Ich komme auch, ich komme auch. Wo bist du? Sehr gut, ich bin draußen. Okay, du bist schon raus. Keep hands clear of moving machinery. Also wir dürfen auf jeden Fall jetzt hier nicht unsere Hände da reinpacken, logischerweise. Ja, nicht berühren die bewegenden Sachen, die den Fleischwolf meinst du da, ne? Oh, hier, ne? Ah! Ja, natürlich. Ah, nicht berühren, genau, der springt direkt rein, ne? Ich glaub's ja nicht. Ja. Hä? Ich hab doch gar nicht der hat mich aufgespießt, obwohl ich gar nicht da, obwohl er gar nicht gekommen ist. Klar, das sind alles Lügen über Lügen. Und zack. Okay, easy peasy. Sehr gut, hier jetzt. Das haben wir auch. So, oh, pass auf, da jetzt. Dann hier weiter. Okay, ich habe jetzt auch die nächste Münze jetzt wieder. Oh, ich habe schon 114 Münzen, ne? Ich habe 106 erst. Tja, weil ich das 10er-Ding eingesammelt habe. Okay, dann machen wir schon. Ich mach mal hier den Fahrstuhl zu und. Mal gucken, wo geht's jetzt hier? Alter!
Wo geht's hier jetzt hin, Alter? Das ist ja richtig heftig. Hä, wir gehen entweder übel weit nach oben oder nach unten. Ich glaube, wir sind gerade nach unten gegangen, ne? Ah! Okay. Aua! Nein. Das hat wehgetan. Nein. Muss ich hinlegen, ne? Du musst dich hinlegen. Ja, ja. Oh! Aua! Hey, ich sterbe hier von der Säure die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. So, hier so jetzt hier müsste ich sogar... Oh mein Gott, einen Doppelsprung machen. Okay, man muss hier echt einen krassen Parcours absolvieren, Mann, ne? Ich sterbe hier die ganze Zeit. Ja, weil du schlecht bist. Ich bin gar nicht schlecht. Doch, ich hab's direkt geschafft, weil es auch einfach ist, ne? So. Zack, ich hab's. Ja, besser als... So, guck mal, sehr gut. Müssen wir den Dab machen? Ganz wichtig. Okay. Dab. Okay, sehr schön. Jetzt so, da vorne auf jeden Fall mal die Münze holen, ne? Mal gucken, was passiert, wenn wir alle einsammeln hier. Alle einsammeln jetzt hier, so. Okay, dann wir hier hinten noch eine. Alter, du bist doch rübergesprungen. Hä, ich bin doch durchgelaufen. Mancher Backen, die müssen... Aha! Und einsammeln. Eingesammelt. Guck mal, da unten ist noch eine Schatztruhe. Das ist die Schatztruhe im Fass. Die kannst du berühren. Das Ding ist, wir haben leider eine Schatztruhe übersehen, ne? Die haben wir leider nicht genommen. Die war hier auch drin. Hast du die auch nicht geholt, oder was? Nee, die habe ich nicht geholt. Aber egal, wir können ja weitergehen. Kein Problem. Wir können das hier nämlich... Zack, die Münze. Alter, was ein krasser Raum. Der Raum ist echt krass, ne? Hier, so, die Schatztruhe nehmen wir auch noch. Ah, das sind Lava-Dinger. Du darfst die Ringe nicht berühren. Aha, okay, gut. So, danke für den Tipp. So, hier lang. Okay. So, und hier rüber, yo, das kriegen wir ja. Oh, die Doppelsprünge sind mega cool, ne? Das ist voll einfach mit Doppelsprüngen. Damit kannst du echt so viel machen. So, hier rüber. Ich kann auch einfach so manche Sachen überspringen, einfach so. Einfach über mehrere Ecken springen. Stimmt. Au, ja, da bin ich runtergefallen. Okay, wo kann ich jetzt hier? Ah, ich glaube, ich kann jetzt hier in die Mitte gehen, genau. Einzelsprung, so. Und hier nach unten. Ey, es ist ja mega einfach. Okay, ich bin jetzt hier schon mal... Wo bist du denn? Ich bin hier noch an der Röhre, sag mal. Ich bin gerade gestorben. Was? Hier. Oh Gott. Hey, ich bin schon unten jetzt hier in der Höhle. Ja. In der Höhle schon? Sag mal, warte doch mal auf mich da. Ja, weil du so schlecht bist. Einfach nur runterspringen, das wirst du ja wohl schaffen können, ne? Ja, okay, sehr gut. Dann, was ist jetzt hier in der Höhle? Das sieht mir jetzt ein bisschen aus wie so ein Trickraum oder sowas, ne? Echt aus wie so ein Labyrinth. Oh mein Gott. Oh Gott, verdammt, ist das eine Rutsche oder was? So, Münze noch eingesammelt, ganz wichtig jetzt hier. Hier, zack, auch noch mal eingesammelt. Oh, wow, was geht hier ab, yo? Okay. Hilfe! Oh Gott. Zack. Okay, jetzt hier auf den Crush aufpassen. Ja. Oha. Ah, oh, verdammt, Gott, ich hab den Einlader berührt gerade. Jetzt schnell durch. Ja, ich hab's. Okay. Zack. Sehr gut. Und hier kurz warten. Zack, hier durch. Hier kurz warten. Jetzt hier kurz warten. Okay, das ist auf jeden Fall relativ einfach, muss ich sagen. Mega einfach. So, hier, das schaffe ich ohne Probleme hier, ne? First try, so. Zack. Münze auch nochmal eingesammelt. Zack. Wo geht das hier hin? Okay. Kommt da noch irgendwas gerade? Oh mein Gott, Rutsche! Wo bin ich denn jetzt? Voll dunkel. Was ist das denn? Das ist ein Geräusch! Eine Spinne, eine Roboterspinne! Alter! Siehst du die auch? Ich seh's gerade, ich verfolg dich! Oh, die ist hinter mir! Ich seh dich, ich verfolg dich auch! Die ist hinter mir! Lock die mal weg! Ich probier's gerade, ich sammle... Nein, ich bin in der Sackgasse! Oh mein Gott, diese Leiter! Ja, sehr gut! Hä? Oh, ich kann die Leiter abklettern. Ja, wie du dich gefreut hast, ne? Nein! Ich hab's nicht geschafft jetzt hier. Ja, das sag ich dir jetzt nicht. Oh mein Gott, hier ist eine Box, die hast du liegen lassen. Ja, und? Du hast jetzt deine... Oh mein Gott, und ich sammel das ein. Ja, und wie viele Münzen hast du? Ich hab 165. Ja, 164. Okay, du hast eine mehr als ich. Ja. Wow, da ist die Leiter schnell. Ja, geh lieber schnell in Leiter ran. Ey, jetzt hab ich auch 165. Ja, ich hab jetzt 166. 166. Alter, was ist das denn für ein krasser Berg? Okay. Aua. Okay, es hat ein bisschen Leben mir weggenommen. Jetzt ist es so ein krasser Lavasee oder sowas, ne? Ein Lavasee? Was denn für ein Lavasee? Ich bin jetzt hier gerade bei so... Sagt ihr mir einfach nicht, dass hier eine Kiste links ist. Ich glaub's nicht. Was denn? Unkorrekt, da war eine Schatztruhe. Das wusstest du auch ganz genau. Nein, das wusste ich nicht. Natürlich, du hast mir das in Absicht nicht verraten. Nein, das wusste ich nicht. So, ich laufe jetzt hier schon durch so einen dunklen Raum gerade weiter, ne? Wie bist du denn hier weitergekommen, sag mal? Ja, total einfach. Hey, ich frage mich gerade, was war denn... Oh mein Gott. Nein, was ist jetzt los? So, hier lang. Was ist das denn für ein Monster? Wo musst du jetzt bei der Lava lang, sag mal? Hey, du musst einfach warten auf so ein Teil. Warte, ich warte auf dich jetzt hier. Spring auf das Teil rauf. Und zack. Okay, das ist ja kein Problem hier, sag mal. So, hier lang. Ja, das ist super einfach. Aber jetzt kommt da irgendwie so ein...
Jetzt kommt da irgend so ein krasses Monster oder sowas, ne? Irgend so ein Monster? Hey, ja. Was ist denn für ein Monster? Ich geh jetzt links rum. La 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 la. Wie meinst du links rum? Ich sehe ja gar kein Monster, ich sehe nur Lichter. Du musst auf jeden Fall, wenn du jetzt gleich langläufst, direkt wieder zurücklaufen, weil da kommt jetzt ein Monster. Hilfe! Nein! Du Assi! Hey, was soll das denn, sag mal? Oh, oh. Hä, voll unkorrekt von dir. Ist hier noch ein Monster? Was sagst du mir, die falschen Sachen hier, sag mal. Ist hier noch ein Monster? Oh mein Gott, eine Mega-Rutsche! Oh, nein, 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 da kommt es! Lauf! Wow, ich rutsche, Alter! Ich bin im Mülleimer gefallen, sagt, hey, du hast es geschafft, das hat Spaß gemacht, sagt er. Aua! Wie, warte mal, eine Mega-Rutsche, ich rutsche hier auch runter, oh! Und ich denke mal aus, was war das für ein Parcours? Meinst du, ich dachte, wir müssen hier raus, sagt er. Okay. Du hast recht. Und das Ding wir sind entkommen aus dem Labor. Ich frage ihn gerade, warum er in diese Dinge verwandelt wurden, ne? Er sagt so, ich habe keine Zeit, dir zu erklären. Ich weiß, wie man das Hilfsmittel findet, aber zuerst müssen wir anscheinend entkommen, sagt er. Was? Wir haben es geschafft, Brock, so sehr gut. Wow. Gerne ein Like und Abo da, Freunde. Check unbedingt bei mir so aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.